Sehr geehrte Mädels, wir kommen zurück. Ach, Jimmy. Wo schon zu gucken? Irgendwie Kamerazuschauer, da habe ich das ja echt schon an Dings. Cam-Chatting, doch. Oh, der geht das mal. Was weiß ich? Egal. Soll ich wohl nach Dingenskirchen gehen? Aber ist praktisch. Wir können hier kurz ein bisschen Loot abstauben, sehe ich gerade. Vor allem Metall. Ein ganz unwichtiger Stoff. Ich will mal da hoch kurz. Dann gehen wir gleich weiter. Time reagiert nicht, keine Ahnung. Ach, Jimmy. Wow, was voll Bock. Oh, oh. Wollten Wingsuit eigentlich. Jetzt wollen wir uns erstmal kurz auf, oder? Bevor der Heavy spawnt das Zeug? Ich hab das wieder safe mitgenommen. FBI! Nee, respawnt nicht. Das reicht schon wieder. Wir können ja mal kurz testen. Hopp! Komm her! Was denn? Mir noch schon Quatsch? Look at me. Was will denn der Typ? Was denn? Was kannst du mir sagen? Wenn du Zeit hast, meine Freundin Chica Nunez steckt in der Klemme. Sie wäre sehr dankbar, wenn du ihr helfen würdest. Ja, schon mein Problem. Sehr nett von dir. Ich fahr jetzt erstmal mit dem Auto oder noch wohin, aber ein Fahrzeug rufe. Den wollte man so oder in dem schönen Blau und los geht's. Was ist ein anderes Blau? Ja, es wird das Blau. Was geht? So. Wird nicht frech. Bobo, kommst du? Steig doch. Ah ja, diese zwei Pixel fehlen. Oh. Wartet mal, ich muss kurz mit dem Kader verstauben. Um die Cam nicht angeht, weiß ich auch nicht. Ich habe nur einen Block 1 gelegt. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Jimmy, du bleibst da. Unser Fahrzeug ist eh weg. Naja, natürlich ist es weg. Wir können aber das noch kurz abholen, geschwind. Ach, der Oppe! Oh, sorry. Ich hab's doch nicht so mit den Verkehrsregeln. Es tut mir leid. Wie, der kommt nicht da hoch. Bin ich mir enttäuscht. Raus mit. Wisst ihr, wenn wir schon mal da sind? Brauchen wir später? Dann machen wir es und schicken wir es noch. Jimmy! Psst! Lass die Drecksfolie in Ruhe. Ey, der spielt immer, der meint, er wäre ein Locher. Knapp mal die scheiß Folie an, Mann. Dann schickst du die gelassen. Komme ich da hoch? Ach, da drüber. Ruhig. Was mach ich da? Okay. Noch was hier? Nö, dann geht's weiter. Krokodil, ja, mach mal. Hey, geht die gerade geduckt? So, Munition vom Kanal werfen. Sehr schön. Hoi, hoi. Ich hoffe, da kommen wir noch raus. So. Ab zur eigentlichen Quest. Mein Schiff ist dabei. Oh, noch Meter, ist ja nichts.
Ich komme abkürzen. Ach, da ist ein Arsch, wo wir nicht vorbeikommen. Ach so. Und ein Baumkommandfälle. Okay. Und die Bananenstaude da. Easy. Hat die einen normalen Zugang? Ja, ich glaube da vorne, ne? Oi, oi, oi. Oi, der scheppert aber im Getriebe. Philly, ich halte die Spannung nicht mehr aus. Wonach suche ich? Ein Krokodilkopfheldin. Du weißt schon, so ein Hut wie ein Maskottchen. Das ist echt wichtig. Ich wusste, ich hätte nicht fragen sollen. Genau. Mach einfach, was du am besten kannst. Okay. So. Quapo, dein los, Quapo, gönn dir. Ruf. Ich hab's eingeschossen. Den Rest musst du machen. Genau, Quapo, noch ein bisschen. Noch einer. Ich lenk's ab. Quapi, do it. This one. Aua. Quapi, geh jetzt von hinten. Los, Quapi. Das ist deine Chance. Quapi. Aua! Eines Quapi. Müssen wir Kampftraining machen, Alter. Ah ja. Krokodilstraining. Komm bei. Die wissen, was ich tue. Diese Soldaten kommen jeden Tag und stellen mir Fragen. Jetzt haben sie mir sogar damit gedroht, mich an Beatrice zu verfüttern. Ha! Also mein Liebste mir Jewi tun würde. Sie verstehen nicht, was uns verbindet. Sie kennen sie nicht so, wie ich sie kenne. Wenn du das hier findest, solltest du wissen, dass ich alles in meinem Haus weggesperrt habe. Es gibt nur einen Schlüssel, den trage ich an meinem Handgelenk. Ich werde mich von Beatrice verabschieden und dann meine Wege gehen. Okay, mein Tünskrokodil. Ich wollte mich nur für all deine Hilfe bedanken. Ich hätte das alles nicht hinbekommen, wenn du mich nicht jeden Tag zu dieser widerlichen Überfahrt hinübergefahren hättest. War lustig, oder nicht? Wir haben diesen Wichsern eingeheizt wie echte Milizionäre. Dein Freund Luis. Bei den ganzen Soldaten frage ich mich, ob er es rausgeschafft hat. Okay. Lieber auf Abstand. Carajo, das ist eine Menge hungriger Krokodile. Geht aber. Ich glaube, da ist er. Muss ruhig sein. Pinga. Irgendwas Großes hat dir den Arm abgebissen, Asere. Ja, wow. Übertreib's halt. Muss irgendwie hochkommen. Ich glaube, ich habe eine einzige Möglichkeit hinzukommen, gar in die Luft gesprengt. Ah ne, oder? Keine Ahnung. Abgeschlossen, klar. Dann mach doch hoch. Hm.
Also mal muss Beatrice sein. Das muss der Schlüssel zum Geheimversteck deines Freundes sein. Carajo, das ist eine Menge hungriger Krokodile. Echt? Sehe ich anders. Ich frage mich, wie der wieder hochkommt. Also so geht's halt nicht. Das wird einmal aus rumlaufen und hochklitschen. Ah. Was ist denn das für ein schönes Fahrzeug? Sexy. Tim kann einfach mal schlecht aufpassen. Ich brauche wieder mehr Munition. Kann ich alles zerstören damit. Nein! Du bist so hohl! Sie ist so dumm, die Frau. Da kommst du halt auch nicht hin. Oh, die ist so blöd. Nein! Wie kommst du denn das hoch? Was ist das für ein Bullshit? Oh, Bubi, das ist weg. Halt die Fresse. Danke. Mach das Dürle auf. Ein neuer Tag, eine neue abgefuckte iranische Liebesgeschichte. Ist auf dem Turf. Ja, lass mal lesen, komm. Aufgrund erhöhter Guerilla-Aktivitäten in der Gegend, das gesamte militärische Personal im Umkreis von Kilometern auf der FND-Base rum stationiert ist, in Bereitschaftssetzung ernsthafte Verstärkungen ausdrücken in Notruf. Ein Notruf zum Schutz der Basis stellt alles andere Befehle außer Graf FND-Einsatz, bla bla. Ach, du hast noch Material. Kann man die Crocs nicht umlegen? Warum springt sie da nicht hoch? Da kann sie sich auch hochziehen. Wisst ihr, das ist... Die ist so ein Lauch manchmal, die Frau. Dann hoffen wir doch mal auf uns Karriere rum. Meine Fresse, echt. Oh, eine Tasche. Da können sie doch jetzt hochziehen, danke. Aber drüber geht es nicht hin, ey. Ich sollte das halt nur mit Munition zum Spaß noch machen. Ah, noch eine Nachricht. Nachricht, Grußbuchstaben. Alles nochmal in Erinnerung. Ich habe es euch schon tausendmal gesagt, niemand führt meine geliebte Beatrice außer mir. Sie hat ihren ganz eigenes Ritual beim Abendessen und nur ich kenne ihre schöne Seele so gut, dass ich es angemessen respektieren kann. Mögt ihr eure Arme? Rabazzo verloren hat. Ich garantiere euch, sie mag sie noch mehr, sobald sie euch abgerissen hat, wie Hähnchen Schenkel. Ich werde euch kein zweites Mal warnen. Ihr werdet mir ihr Herz nicht schälen. Hört auf, es zu versuchen. Luis. Naja, ist bestimmt. Der Croc hat dich umgelegt. Und rein mit uns. Ist hier noch was? Ja, da waren Krokodils. Nö, hier ist nix. Sonst gibt's ja auch nichts mehr, oder? Nö. Gut, dann gehen wir auf die Bohrinsel. Drüber ist ja das schöne Bild gekappt, halt, komm mal zurück, was war da? Ritualding wieder.
Ein Segen. Ja. Fluch oder Segen? Eins und beidem. So, was haben wir da Feines? Medizin, Benzin. Sehr schön. Gut. Der kleine Kollege ist ja der Kapuschka. Was willst du machen? Hallo? Hallo, fahr's doch. Hä, ist jetzt dumm? Das ist manchmal so bescheuert, oder? Hör auf. Was ist eigentlich links von uns? Ah, wir können mal die Brücke durch. Okay, gehen wir bis das Mal, oder? Oder auch nicht? Hä, kommen wir überhaupt hier irgendwo durch? Es ist. Probieren wir es mal aus. Ob wir da wieder über Land fahren können, zum Teil. Hallo? Keine Ahnung. Doch, sieht so aus. Perfekt. Oh oh. Da müssen wir. Sehr schön. Luftkäseboot halt, ne? Eine Spezialfunktion, oder? Nö. Oh, das ist eine Kiste. Bleib mal da stehen, bitte. Danke. Oh, armes Kind. Ah, das ist die Bohrinsel. Aua. Was geht bei euch? Jesus. Die Hitbox von dem Ding, du. Ganz komisch. Was geht da vorne ab? Arme Kuh vom Hund gestern. Oder? Keine Ahnung, ist egal. Wer liegt da am Strand? Ah, ne, ist nur ein Pferd. Keine Ahnung, ein Schwein, was weiß ich. Geh erstmal dahin. GDB-Bohrinsel. Ich glaube, die Flügschicht ist das Märzchen, aber. Fili will, dass ich auf einer Bohrinsel nach Teilen suche. Dann kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sichere das Öl für Libertad und jag bloß nichts in die Luft. Wir brauchen jeden Tropfen. Verstanden. Oh Gott, es gibt was. Komm, Munition mit, nochmal. Ein Schärfe stolpertritt, lauter sind du sie eh nee halten. Du kannst dich auch durch gezielte Schüsse zerstören. Schon mal eine Alarmanlage, noch eine Alarmanlage. Spezialeinheiten. Oh ja, klar. Ja, warum soll es auch anders sein? Na ja, bloß nichts in die Luft. Oh, Jesus. Mal da hoch. Ja, das ist nicht einer. Gehen wir mal da mal hoch und da aus. Bevor wir von Hai kommen. Na, Quappi? Bringt das noch nichts? Wir sehen von hier gar nichts.
Hey. Vorsicht, Dani. Willi, ich bin auf der Bohrinsel. Was suche ich nochmal? Eine Platine, Heldin. Sieht aus wie ein Stück Metall mit oben was drauf. Danke. Sehr hilfreich. Ja, ich will nicht stressen, Alter. Aber Daisy wartet. Und sie wartet nicht gern. Scheiße, da war wer. Komm mal runter! Jetzt! Sieh, dass er hier ist, Inga. Du hast ihn gefunden. Problem ist, wenn sie gleich jetzt echt mal wegbringen spielt. Ich sollte hier kurz aus dem Schusssichtfeld raus. Lalala. Ich weiß, wir können da alle abknallen einfach, aber ich will aufpassen, dass hier nichts passiert. Wie gewollt ist. Bis es einer sieht, wenn es jetzt sein muss. So, mach mir einen kleinen Auf einfach. Lalala. Ich muss das Ventil öffnen. Halt doch die Fresse. Hol doch noch mehr rum, komm. Das kostet die Welt. Jetzt noch 30, die hier drauf sind, war so easy. Die Anlage steht drüber, ist super. Gar nichts hier. Und dann mit uns. Vorteil ist schon mal, die kommen eigentlich theoretisch nicht zu uns her. Okay, wir gehen jetzt erstmal rüber. Ich habe gerade überlegt, wie ich was anstelle, aber wir gehen jetzt erstmal rüber. Psst, welche Fresse. Rückst du uns ab. Direkt an Alarmanlage. Ja. Ich weiß, dass du hier bist. Zeig dich. So, noch zwei Alarme übrig und wir sind da drüben. Oh, das nervt so, Mann. Das ist Piaule. So, nur noch einer. Mein Sohn Diego in meine Fußstapfen treten.
Na, geredet Stoff war, ne? Puff! Gut. Haben wir das ausschalten? Was ist der andere jetzt? Ist da unten drin? Nice, das war's. Eieiei, was für ein Stress, du. Kann damit umgehen. Oh, wie crash ist denn die andere Mission jetzt? Keine Auslösung, Bonusressourcen gesichert. Nice. Werkbank, alles frei, sehr schön. Kannst du in Ruhe uns ein Ölbohrinsel umschauen. Ah, die Platine, sehr schön. Ich hab alles, Fili. Auch den Krokodilkopf? Si, sogar den. Oh, ich werde dich bis zum Tod lieben. Wir bilden Godzilla-Bauer der Feuerspeit. Oh Gott, Junge, du bist so durch. Du brauchst einen Krokodilkopf oder einen Oh, scheiße. Er braucht jetzt Temperatur, einen Krokodilkopf und er spaltet Feuer. Also wird ein Drache. Wir brauchen eine weitere Lieferung von der Fischerei El Lucero. Was geht das erst aus und ich werde bestimmt nicht in diesem Ding angeln. Sagt Bescheid, wie viel es kostet. Diese Pisser haben schon mehrmals ihre Preise für uns erhöht und ich lasse mich bestimmt nicht für Fisch über den Tisch ziehen. SGTO. Okay. Fick dich, Castillo. Okay, kurz vor schon. Super gut. Pandalier halt. Mach nochmal Platine mit. Schlüsselkarte, Platine. FBI, geh mal weg hier. Müssen wir noch gucken, wo wir die brauchen, Schlüsselkarte. Viva la Revolos, ja. Ah, hier. Sehr schön. FND. Nice. Schießpulver, da geht's natürlich wieder rein. Oh, hier geht's so voraus. Wir müssen uns hochangeln. Explodieren die Dinger? Nö. Dann schauen wir, glaube ich, alles jetzt, ne? Das hier haben wir, das haben wir. Gut, sieht ja praktisch aus. Man kann einen Heli rufen von hier aus. Ist ja geil. Da vorne leuchtet's. Ah, die schönen Punkte. Ich muss auch sagen, da muss man echt schon dabei sein. Schau, herkommen. Licht ist auf. Komm ich da rein? Ah ja! Ah ja, verstehe! Das ist Ding bewege. Das von hier aus? Container Geheimgang? Geht's nicht auf? Da kann's nicht aufgehen. Ich Material dahinter. Nicht wenig. Ja, was sehr schlimm ist, sorry.
Kann ich das Ding steuern? Warte mal. Nee, auch nicht. Wie komme ich da rein? Ich bin verwirrt. Die Tür ist von keiner Seite auf, oder? Geht das falsch? Wir bereiten schön brav zu. Das haben wir jetzt am längsten zu machen, falsch. Nur da Auto. Wie soll ich denn da reinkommen? Soll ich mal Steuerung geben? Scheiß Ding noch bewegen können, Alter. Warte mal. Nein, falsch. Kann ja nicht so schweiß oder so, ne? Alles gut. Ups. Das ist echt so fast, dass mir nirgends runterfällt. Wie kriege ich das Ding da weg? Und ist ja irgendwas mit der Leiter hier zu tun, aber so, ne, da kommen wir nicht rein. Doch, da. Kann ich hochklettern, okay. Sieh. Warte mal. Das hält auch nicht offen, ne? Kann ich die vielleicht umschießen, die Dinger? Nö. Das ist jetzt aber, also. Wenn sie wenigstens hier ein Loch reinschneiden wird oder so, das wäre cool. Oh, sorry. Ich hab ihm echt weh. Ich hab halt keine Lebensanzeige mehr. Boah. Das wäre nur für die Alarmlagesteuerung. Wie kommt man da ran? So, Seilrutsche, ja, bringt mir ja nichts. Papa, komm mal hierher. Ich probiere noch ein bisschen was. Nee. Papa, los! Das Ding geht nicht kaputt, oder? Doch, tut's. Was machen wir da? Ich werde es mal googeln. Bis dann. Tschüss.